Hi Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Das hier ist der nächste Teil meiner Hot Girl Summer Reihe. Falls ihr übrigens irgendjemanden hier laufen hört, ist es Cocolino, die gerade hier meint, Kuschelsocken klauen zu müssen. Ah, nein! Hör auf! Auf jeden Fall ist das hier ein weiterer Teil meiner Hot Girl Summer Reihe. Wie gesagt, ich habe ja so eine ganze Reihe gemacht hier auf YouTube, wo ich euch alle meine Hot Girl Summer Tipps und Tricks verraten habe rund ums Thema Haare. Make-up hatten wir schon, Pflege hatten wir schon. Oh, ich sehe gerade da oben, meine Gardinenstange hängt auch auf 7:30. Aber das ist ein anderes Thema. Und heute geht es rund ums Thema Klamotten, Hot Girl Summer Outfits. Was brauche ich, um heiß auszusehen für den kommenden Sommer, der hoffentlich bald kommt. Ich habe dieses Video in Zusammenarbeit mit Shein gestartet. Das bedeutet, ich habe für meine Ladies da draußen natürlich auch einen Rabattcode. Ihr könnt nämlich mit meinem Code 15% auf das gesamte Shein-Sortiment sparen bis zum 20. Nee, warte mal, lasst mich nicht lügen. Ich meine bis zum 20.06. Ich gucke aber nochmal schnell nach für euch. SV1898 schreibe ich euch hier hin. 15% auf alles vom 22.05. bis zum 20.06. Genau. Ja, ich zeige euch jetzt meine Sachen, die ich mir da bestellt habe, die ich teilweise auch schon im Urlaub getragen habe. Die werde ich euch natürlich alle hier einblenden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit einem Teil an, was man zu dieser jetzigen Temperatur auf jeden Fall tragen kann. Ich hatte das gestern erst an. Ich habe das auf Shein gesehen und ich war so, oh mein Gott, das ist einfach ein sehr, sehr geiles Oberteil. Also Ladies, was soll ich euch sagen? Guckt euch dieses wunderschöne Oberteil an. Ich musste das einfach kaufen, weil ich finde das so schön. Es ist halt einfach hier mit diesem Gerippten vorne, was mir schon mega gefällt. Cool ist halt, dass ihr hier auch so einen Gummizug drin habt. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wie kurz ihr das letztendlich haben wollt. Und die Ärmel sind halt auch super, super schön, ne? Mit dieser Spitze. Und hier ist dann so ein Gummibund drin, das wird so weit. Hatte ich gestern an, blende ich euch mal ein. Ist etwas cropped, aber super schön. Zum Beispiel mit einer hellen Jeans sieht das super cool aus. Mit einer lockeren Jeans, mit weißen Sneakern dann oder auch hohen Schuhen. Also ein sehr, sehr schönes Teil und für den Hot Girl Summer auf jeden Fall ein Must-Have. Aber ich würde generell sagen, einfach Blusen gehen für diesen Sommer auf jeden Fall ganz klar durch. Also Blusen brauchen wir für diesen Sommer. Deswegen machen wir auch direkt weiter mit dem zweiten Teil, was ich hier für euch habe. Das hatte ich auch schon an, damit habe ich aber kein Foto. Ich blende euch hier das Foto von dem Model ein. Und zwar ist das eine schwarze Bluse. Ich hatte in meinem Kleiderschrank keine einzige schwarze Bluse. Was habe ich mir dachte, ey Cici, das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Gehen wir mal auf die Suche. Und dann bin ich auf dieses super süße Teil hier gestoßen. Das hat halt einen Kragen. Ist auch etwas durchsichtig, das heißt, man müsste was drunter ziehen. Ich hatte jetzt letztens einfach so einen Spitzentop an, ein schwarzes. Sah auch super gut aus. Und das ist halt auch mega lang. Und ihr könnt entscheiden, wo knöpft ihr. Und das sieht auch super cute aus. Man kann zum Beispiel All Black gehen mit einer Lederleggings oder einer Leder... nicht Leder, einer schwarzen Jeans oder halt einfach mit einer Jeans kombinieren und schwarze Sneaker. Und das kleine Detail hier ist halt auch mega cool. Das hat auch hier so zum Schleifen binden und auch hier so einen Gummizug. Und dann sieht es auch so richtig schön aus. Dann fallen die Ärmel auch richtig schön. Deswegen das hier und das Weiße, alle beiden sind auf jeden Fall ein Must-Have. Weil ich finde das so schön, dass die so verspielt sind und so. Deswegen, die sind für mein Hot Girl. Hot Girl Summer auf jeden Fall ein Must-Have. Im Hot Girl Summer definitiv nicht fehlen darf, Ladies, sind schwarze Kleider. Schwarze Kleider gehen immer, egal ob eng, ob weit, ob verspielt, ob sexy. Schwarze Kleider gehen wirklich immer. Und ich finde, da kommt es ganz auf deine Figur an, worin du dich wohlfühlst, was du gerne trägst. Manche mögen ja so richtig eng anliegende Kleider sehr gerne. Finde ich auch super schön, aber ich finde, das schmeichelt meiner Figur persönlich gar nicht. Deswegen trage ich sowas halt auch nicht. Aber ich habe hier für mich die perfekten Kleider auf Shein gefunden. Und ich sehe gerade, das ist falsch rum. Warum auch immer. Dann sind sich tatsächlich sehr ähnlich, aber trotzdem unterschiedlich. Hier hätten wir Kleid Nummer 1. Moment. Hä, wo ist sie denn? Zweite Bände. Dieses gute Stück sieht so aus. Ihr habt hier oben zwei Bände, die ihr so zum Schleifchen zuknoten könnt. Das Kleid hat hier an der Taille einen Gummizug und verläuft dann so runter und hat hier auch noch so Rüschen.
Und an den Ärmeln haben wir auch wieder einen Gummizug, ebenfalls mit Rüschen. Und das macht das Ganze halt so ein bisschen verspielt. Und ich finde es super schön. Und ich glaube, das braucht einfach jeder im Kleiderschrank, so ein schwarzes Kleid. Egal, ob jetzt so in der Variante oder halt anders. Aber ich finde das super schön. Und das zweite, was ich habe, ist dieses hier. Das gefällt mir vielleicht sogar noch einen Ticken besser, um ehrlich zu sein. Die Ärmel hier sind durchsichtig, weshalb das auch nicht ganz so warm ist. Ihr habt hier am Kragen so ein bisschen Spitze mit drin und auch hier runter, das hat einen sehr weiten Ausschnitt, aber da kann man hier einen Top drunter ziehen, eine Sicherheitsnadel reinmachen oder einfach so tragen. Und hier habt ihr ebenfalls nochmal was zum Schnüren und das fällt halt auch richtig, richtig schön, ne? Und die Qualität fühlt sich auch sehr, sehr gut an hier. Unten habt ihr auch nochmal Rüschen und ihr habt hier auch einen Unterrock, weshalb ihr euch sicher sein könnt, dass man da nichts durchsieht. Also ich finde das wirklich super, super schön und freue mich schon sehr darauf, diese schwarzen Kleider zu tragen, weil ich finde, sowas kann man einfach mega gut kombinieren. Wenn ihr Lust habt, kann ich auch nochmal so ein Lookbook machen, so wie damals einfach, wo ich euch zeige, wie ich diese Outfits für den Hot Girl Summer letztendlich auch kombinieren würde. Das heißt Taschen, Schuhe, Schmuck und so weiter. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Kommen wir zu meinem kleinen Highlight, was man auf jeden Fall nicht zu so einem langweiligen Tag anziehen kann, meiner Meinung nach. Also man braucht schon einen etwas schickeren Anlass, zum Beispiel so eine Strandparty oder, ich weiß nicht, schick essen gehen. Das ist nämlich dieses Kleid hier. Das ist auf jeden Fall sehr hochwertig. Das war auch teuer, das hat um die 50 Euro gekostet. Ist für ein Shein-Kleid ja schon relativ viel, muss man ja offen und ehrlich sagen. Ihr habt hier diese Rüschen und ich hatte das auch schon an. Hier habt ihr den Gummi, hier habt ihr nochmal, wie heißt das nochmal? Hier einen Gürtel, den ihr um die Taille binden könnt. Und das fällt halt einfach super, super schön. Ich mag den Stoff, ich mag die Farben und es geht halt bei mir schon bis zum Boden. Und ich bin ja sehr groß, ich bin 1,78 groß, aber es ist ein super, super schönes Kleid. Ich habe das im Urlaub angehabt und ich habe wirklich sehr, sehr viele Komplimente an dem Tag bekommen, weil es halt schon so ein kleiner Hingucker ist, ne? Und es ist halt ein sehr, sehr schickes Kleid. Und klar brauchst du den passenden Anlass dafür, aber ich finde, für mich persönlich ist es schon ein Must-Have im Kleiderschrank und ich bin froh, dass ich so ein Kleid habe. Ich habe aber auch generell in meinem Kleiderschrank sehr viele Kleider, die ein bisschen länger sind, weil ich finde, das sieht einfach wirklich sehr, sehr hübsch aus. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch einen Teil für euch, was auch ein Zweiteiler ist. Und zwar haben wir hier einmal das Oberteil. Das ist im Prinzip nur so ein Stück Stoff und man knotet das dann und eigentlich ist es so, das hier kommt nach hinten und du knotest das dann hier nach vorne, dass du vorne an den Boobs die Schleife hast. Mir persönlich war das ein bisschen zu freizügig. Ich trage ja gerne mal freizügige Sachen, gar kein Ding, gar kein Thema. Ich zeige gerne, was ich habe, beziehungsweise was ich gepusht habe, aber hier ist es mir ein bisschen too much, deswegen habe ich das dann so getragen und hinten eine Schleife reingemacht. Und das hier ist die passende Hose dazu und die ist wirklich wunderschön. Hier habt ihr nämlich auch wieder so einen Gürtel dabei, das heißt, ihr könnt es nach vorne oder nach hinten binden, wie ihr möchtet. Und absolut cool ist halt einfach, dass die hier an den Seiten so Schlitze hat. Das heißt, wenn ihr lauft oder so, das sieht so sexy aus. Ich habe auch ein Bild, das Bild ist super, super hässlich. Ich poste euch trotzdem, blende es euch trotzdem hier ein, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das sitzt und damit ihr wisst, was ich meine. Aber es sieht super, super schön aus. Das hatte ich auch im Urlaub und das war auch mein kleines Highlight. Und ich finde, guck mal, das ist schick, das ist cute, das ist sexy, es sieht einfach gut aus. Dann noch eine schöne Tasche, schöne Schuhe dazu und es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Ich weiß nicht, was man noch mehr will. Also das kriegt von mir auf jeden Fall auch eine 11 von 10. Ich finde das super, super schön und ich freue mich schon mega, das auch endlich mal hier zu tragen, weil das Wetter ist ja jetzt noch nicht ganz so gut, leider. Welches Teil ich auch super, super schön finde und was, glaube ich, auch jedes Girl von uns im Kleiderschrank braucht oder generell, sind Jumpsuits. Ich trage Jumpsuits schon sehr, sehr lang und immer sehr gerne. Das hier ist ein ganz besonderer. Ich weiß, das wird bestimmt nicht jedem von uns gefallen, aber ich finde ihn super, super schön. Das ist halt dieses Schwarz-Grüne. Hier an den Ärmeln habt ihr auch wieder einen Gummizug. Ihr merkt, ich feiere das total. Ich finde das sehr schön. Der ist schulterfrei. Hier habt ihr auch so ein bisschen Rüschen. Und das kleine Highlight an dem ist halt einfach, ist halt wie gesagt ein Jumpsuit, das heißt, es kann euch nichts verrutschen. Es ist nichts zu kurz, es kann nichts irgendwo rausblitzen, weil es einfach eine Hose drunter. Und hier ist aber noch ein
Rock dran. Also es sieht aus wie ein Kleid, aber irgendwie doch wie ein Jumpsuit. Also es sieht super, super schön aus. Und es geht auch bis zum Boden. Also auf jeden Fall auch eins meiner Highlights. Hatte ich auch im Urlaub an. Habe ich auch super, super viele Komplimente für gekriegt. Ich finde das auch so schön mit diesem Muster hier. Das gibt es, glaube ich, auch noch in einer anderen Variation. Aber generell finde ich, dass jedes Girl von uns einen Jumpsuit in seinem Kleiderschrank braucht. Ich finde, es sieht einfach cool aus. Und die gibt es ja wirklich in sämtlichen Variationen. Also die gibt es in kurz, die gibt es in lang, die gibt es mit Rock, die gibt es als Kleid, so, ne? Die gibt es in allen Varianten, so wie man es braucht und so wie man es gerne hätte. Und deswegen finde ich, ein Jumpsuit gehört zu unserem Hot Girl Summer auf jeden Fall dazu. Und was ich euch auch an der Stelle auf jeden Fall noch ans Herz legen wollte, sind Zweiteiler. Ich habe euch ja jetzt hier schon einen gezeigt gehabt, aber ich hatte mir in der letzten Shein-Bestellung auch einen bestellt. Den blende ich euch mal hier und hier ein. Einen in Orange und einen in Pink. Und das ist einfach ein Hemd mit einer kurzen Hose. Und ich finde, es sieht so gut aus. Es ist sportlich, sieht trotzdem cute aus. Und wenn ihr dazu so eine schicke Tasche habt, zum Beispiel so eine hier, die nur bis hier so geht und einen schönen Schuh drauf. Man könnte einen weißen Turnschuh anziehen, man könnte aber auch irgendwelche Sandalen, Ballerinas, was man halt so gerne trägt, dazu anziehen. Und dann ist es einfach ein schickes Outfit. Die setzt noch eine Sonnenbrille auf, so wie ich das jetzt hier habe. Obwohl hier drin keine Sonne scheint, aber es ist einfach der Style und es ist der Vibe, Ladies. Und wenn wir meinen, wir müssen das anziehen, dann ziehen wir das an und dann fragen wir auch keinen nach der Meinung. Und generell wollte ich euch mit diesem Video nochmal mit auf den Weg geben, zieht das an, worin ihr euch wohlfühlt. Egal, was andere Menschen sagen, egal, was andere Menschen denken, egal, was für Blicke ihr bekommt, wenn ihr euch wohlfühlt, wenn ihr vor den Spiegel, wenn ihr vorm Spiegel bei euch zu Hause seid und ihr denkt euch, boah, das sieht echt cool aus, ich gefall mir, hier ist unsere Coccolino, hallo, dann tragt das. Tragt das, was ihr möchtet und was euch gefällt und lasst euch nicht von der Meinung anderer beeinflussen und euch irgendwie reinreden in euren Stil. Wenn euch das gefällt und das euer Stil ist, dann tragt das. Das ist euer Hot Girl Summer. Ihr lebt nur einmal und ihr dürft das tragen, was ihr wollt, Ladies. Das wollte ich euch an der Stelle nochmal mit auf den Weg geben. Wir zwei. Was denn? Warum guckst du die Mama so an? Gibst du mir recht? Ja, oder? Die Ladies sollen das tragen, was sie tragen wollen. Nicht, was andere sagen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir zwei verabschieden uns an der Stelle. Ich verlinke euch hier nochmal meinen Code. Die Shein-Sachen verlinke ich euch auch in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr so ein Hot Girl Summer Lookbook haben wollt. Wir sehen uns dann. Passt auf euch auf, bleibt gesund und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi!